allerletzte Mal. Wenn ich sage am 23., dann meine ich am 23. Wie stehe ich denn vor meinen Kunden da? Ein Baustoffgroßhändler, der kein Schnellzement auf Lager hat. Ich mache mich doch lächerlich. Ja, das nützt mir jetzt auch nichts, dass ich ihm das Leid tut, Brüggemann. Ja, selbstverständlich finde ich sofort einen Lieferanten, der zuverlässig ist als Sie. Ja, sofort! Das lassen Sie nur meine Sorge sein. Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ich storniere alles. Natürlich auch den Trasszement. Sie sind vertragsbrüchig. Hallo? Hallo? Brüggemann! Eine Frechheit. Und ich sage dir, der ist in 3 Monaten pleite. Ich fand ihn eigentlich immer ganz nett, wenn der mal hier war. Ich muss gleich los, ich muss mich um die Sache kümmern. Was ist? Du hast es vergessen. Was denn? Ach so, den Zahnarzt. Also ich verspreche dir, du wirst es überleben. Nicht den Zahnarzt. Der wievielte ist heute? Der wievielte, der... Der wievielte... Engelchen, du denkst doch nicht, ich hätte den Geburtstag vergessen. Hast du wohl. Hab ich nicht. Ich doch nicht. Niemals. Für dich herzlichen Glückwunsch. Wir gehen heute zum Italiener und feiern, okay? Wenn ich den Zahnarzt überlebe. Ich rufe dich nachher an. Zahnarztpanik ist nicht zu fassen. Wolltest du nicht längst weg sein? Schau her. Leer. Und was tun wir da rein? Genau. Die ganze, ganze Angst. Nicht aufmachen. Erst nach dem Zahnarzt. Schon viel besser. Na, siehst du. Was ist denn das? Hast du mir das da reingetan? Du bist ein Verbrecher. Wunderschön. Bis später. Also. Die aber schön. Vielen Dank, mein Sohn. Ist deine alte Mutter schon 45? Und wie alt ist der? Der ist ganz frisch. Du, für die Trikots, die brauche ich bis morgen Abend, ne? Mhm. Hast du da keinen O-Saft? Ja.
Sag mal, kannst du mich vielleicht zum Zahnarzt fahren? Oh, bis da raus in die Pampa? Nee. Und wenn du mir dein Auto leihst? Mama, der ist nagelneu. Das ist Handwäsche. Mhm. Das ist eine Überraschung. Och nee. Mama, das tut mir leid. Ich habe Tobi extra angerufen und gefragt und er hat gesagt, er kauft dir ein Buch. Oh, typisch. Mach doch nichts. Ihr wisst eben beide, was meine Lieblingsblumen sind. Ist doch schön. Ich glaube, er will zu dir. Was hast du denn, Mensch? Ich finde meinen alten Tennisschläger nicht. Kann ich den von Papa nehmen? Auf gar keinen Fall. Hübsch. Von Papa? Mhm. Mama, kannst du Jonas dieses Wochenende wieder nehmen? Natürlich. Oh, meine Haare. Ich muss zum Zahnarzt. Brauchst du dein Auto heute Vormittag? Schon. Ich hab schon. Aber hier ist das so frustrierend. Mhm. Zum Italiener. Stuttgart? Wann kommt er denn wieder? Mann. Oh. Wieso Glückwunsch? 45. Entschuldigung. Alles in Ordnung? Ich habe gleich geahnt, dass die irgendwie gefährlich sind. Aber ich fand sie einfach unwiderstehlich. Oh, danke schön. Ich finde sie auch unwiderstehlich, vor allem in diesen gefährlichen Schuhen. Sie sind ja noch gefährlicher, als ich dachte. Also nochmal vielen Dank, ich muss da mal. Wohin denn? Weiter, ich muss weiter. Thank you.
Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne ein Zimmer. Doppel oder Einzel? Und bleiben Sie übers Wochenende? Nur eine Nacht. Ein Einzelzimmer. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Unser schönstes Zimmer ist gerade frei geworden. Das gilt zwar als Doppelzimmer, aber ich kann es Ihnen ein bisschen billiger geben. Sagen Sie mir Ihren Namen? Theresa Jessen. Theresa? Das hat was. Ich bin Annette. Also, wenn Sie es nicht als Trampolin benutzen, hält es. Sicher. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Zimmer wirklich super. Allein schon wegen dem Meerblick. Ja, wunderschön. Ich war so lange nicht mehr am Meer. Ich kann Ihnen nur empfehlen, morgens als Erste im Bad zu sein. Das ist die Mailbox von Richard Jessen. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Immer deine blöde Mailbox, Richard. Du, ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Ich bin einfach nach dem Zahnarzt im Bus gestiegen nach Usedom. Hätten wir schon längst mal machen sollen. Ist wunderschön hier. Ja, ich bin morgen wieder da. Ach so, ja, hoffentlich warst du erfolgreich in Stuttgart. Hm? Also ich melde mich später nochmal. Ja? Kuss, kuss, kuss. Weißt du, man gießt erst den Likör ein und dann entweder den Champagner oder den Prosecco, je nachdem, was der Kunde möchte. Ah, Sie müssen Frau Jessen sein. Herzlich willkommen. Das hier geht aufs Haus. Vielen Dank. Ich bin Elisabeth Rosenbauer. Mir gehört hier dieser Palast. Wollen Sie wirklich nur eine Nacht bleiben? Müssen Sie zurück zu Ihrem Mann? Oh, pardon, Sie sind ja gar nicht verheiratet. Geschieden? Dann bleiben Sie doch noch ein paar Tage. Vielleicht treffen Sie jemanden, der Sie auf andere Gedanken bringt. Eine Frau, die nicht verheiratet ist, ist nicht automatisch geschieden, Betty. Stell dir vor, es gibt Menschen, die nicht gleich bei jedem Anflug von Herzklopfen zum Standesamt rennen. Betty war 7-mal verheiratet. Oh Gott, wie anstrengend. Hätte sie mich wahrgenommen. Ich habe immer nur geheiratet, wenn es die große Liebe war. Was glaubst du, warum ich hier seit 10 Jahren vor Anker liege? Weil du über deine Jugendsünden nie hinweggekommen bist. Weil ich 1945 schon gewusst habe, dass du mein Hafen bist, Elisabeth. Wenn die Mauer nicht gewesen wäre... Wärst du mir den ganzen Kalten Krieg über auf die Nerven gegangen. So waren es nur die letzten 10 Jahre. Die gefährlichen Schuhe. Ich habe sie gar nicht erkannt. Ich bin erschüttert. Sebastian Schneider, Barpianist, Rom, Paris. Usedom. Tagsüber Bootsbauer. Freut mich. Das ist die Mailbox von Richard Jessen. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Na, großartig. Seien Sie morgens möglichst als Erste im Bad. Moin allerseits. Morgen. Wo ist denn der Käpt'n? Das wüssten wir auch gern. Okay, da sitzen wir uns hier an. Oh. Ja, von den Händen. Oh. Mhm. Ja.
Was haben Sie denn gemacht? Entschuldigung. Sie sind ja ein Schatz. Die Dame hat christliche Nächstenliebe geübt. Das war doch nur Frühstück. Ich nehme ihr Geld nicht. Meine Hüfte hat mich heute schmählich im Stich gelassen und Annette hat frei. Ich weiß überhaupt nicht, was ich ohne sie getan hätte. Es hat mir Spaß gemacht. Fangen Sie bei mir an. Was meinen Sie, wie schwer es ist, gutes Personal zu finden? Ich fand's schön bei Ihnen. Kommen Sie bald wieder. Alles Gute für Sie. Danke. Richard, ich habe dich gestern nicht mehr erreicht. Engelchen, ich bin schon in Hamburg. Hör zu, das hat sich ganz kurzfristig ergeben. Ich bin am Weg zum Flughafen. Ich muss deinen wichtigen Geschäftspartner abholen. Weißt du, einer von denen, um die man sich besser persönlich kümmert. Sag mal, könntest du denn noch mal so ein richtig gutes Essen zaubern? So wie neulich für die Schmidt-Bauers? Also wirklich toll. Nein, nein, das habe ich nicht abgehört. Wieso? Ich bin auf Usedom. Ich wollte mal was Schönes machen. Ja, wieso hast du mich denn nicht gefragt? Sowas kann man doch absprechen. Ja, wir hatten ja eine Absprache. Wir wollten zusammen feiern, dann bist du nicht gekommen. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Weißt du eigentlich, was ich momentan für Ärger habe? Dafür kann ich doch nichts. Ja, für wen mache ich mir denn diesen ganzen Stress? Doch nicht für mich. Mir wäre es lieber, wir würden mal zusammen Urlaub machen. Urlaub? Für was brauchst du denn einen Urlaub? Hallo? Was habe ich denn gesagt? Ist egal. Frau Rosenbauer, was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen ein paar Tage zur Hand gehe und Sie mich dafür weiter beherbergen? Hallo, Theresa. Was machst du denn da? Wo ist denn deine Mutter? Keine Ahnung, die hat meine Wäsche vergessen. Wieso kannst du eigentlich deine Wäsche nicht selber waschen? Meine Frau ist sicher gleich da. Kann ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Tobias, Herr und Frau Brandisi. Herr Tobi. Piacere. Ja, Tobias. Hallo. Also, es tut mir leid, meine Frau ist sicher aufgehalten worden. Da ist sie. Sie entschuldigen mich für einen Augenblick, ja? Ja, wollen Sie sich setzen? Was mit Ihrer Frau? Ich verstehe das nicht. Entschuldigen Sie. Mama hat sich einen Job gesucht.
Was denn für ein Job? Mama kann doch gar nichts. An der Ostsee? Das ist mir sehr unangenehm. Was mache ich denn jetzt? Pizza Quattro Stagioni. Sie sind ja noch hier. Ja, ich helfe Frau Rosenbauer ein paar Tage aus. Das ist gut. Jemand wie Sie ist genau das, was hier fehlt. Was meinen Sie damit? Sie haben den Überblick, kapieren gleich, wo man anpacken muss. Ich? Sie aber auch. Jemand sollte Ihnen die Insel zeigen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich bin der Beste, den Sie dafür kriegen können. Das glaube ich. Ich ziehe mich schnell um und sage meinen Jungs Bescheid. Auch meinetwegen müssen Sie sich nicht umziehen. Bei uns war das ganz selbstverständlich. Mit 5 Flötenunterricht, dann Gesangsunterricht. Ich wollte Opernsängerin werden, ich hatte sogar schon einen Studienplatz. Ja und? War nur so ein Traum von mir. Schade. Ja, vielleicht. Haben Sie immer die richtige Entscheidung getroffen, Ihr Leben? Damit das keiner vermisst. Wissen Sie, mein Vater, der hat sich mit dem Betrieb abgerackert bis zum geht nicht mehr. Er konnte nichts aus der Hand geben. Jeden Morgen um 5 aus der Koje, sonntags um 6. Meine Mutter hat sich so gefreut, als er endlich in Rente gehen wollte. Sie dachte, jetzt fahren Sie mal weg zusammen, weiter als Wollgast. Ja, dann hat sie ihn erwischt, an seinem letzten Arbeitstag. Herzinfarkt. Meine Mutter hat das nicht verkraftet, sie ist ein Jahr später gestorben. Es tut mir leid. Bei Ihrer Beerdigung habe ich mir geschworen, Schluss aus. Ich war Projektingenieur beim Schiffbau. Ich habe dauernd im Flieger gesessen. Ehe am Telefon. Kinderfehlanzeige. Und jetzt bin ich einfacher Bootsbauer. Aber ich habe Zeit, den Barpianisten zu spielen. Und bei ordentlichem Wind mache ich den Laden dicht und segel raus mit meinen Jungs. Geht alles? Klingt, als wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Na, nicht für meine Frau. Wir sind seit 3 Jahren geschieden. So ist das. Alles hat seinen Preis. Ich weiß, was Sie meinen. Theresa? Ach, Frau Strebing. Ja, wer? Der Mollenhauer. Ja, der soll warten. Was, habe ich nicht gesagt, dass ich eine Viertelstunde später komme? Verdammt. Mit der kommen wir nicht mehr weit. Wir sollten es als großes Frühstück verkaufen und 5 Euro mehr nehmen. Das macht dann 10 Euro. Aha, genau. Also, gelb, flüssig. Blau, flammweich und grün hart. Richtig? Richtig. Ich habe denen gesagt, dass wir die einzigen sind, die Frühstück mit unterschiedlich hart gekochten Eiern machen. Da haben wir da drin ganz schön geguckt. Ist doch ein toller USP. Ein was? Unique Selling Proposition. Was sonst keiner macht, ist eine Marketingstrategie. Gekochte Eier als Marketingstrategie. Sowas haben wir früher in der Schule nicht gelernt. Das haben wir auch nicht in der Schule gelernt.
Alles Eigeninitiative. Ja, kommt total gut bei Vorstellungsgesprächen. Und wir haben uns damals Sorgen gemacht, ob uns auch der Richtige zum Tanzen auffordert. Ja, schön blöd. Im Gegenteil, aufregend war das. Ich habe sogar immer noch das Kleid, das ich bei meinem Abschlussball anhatte. Ist doch auch von dir, Tante Betty, oder? Mhm. Hübsch, ne? Sieht toll aus. Unternehmensberatung. Mhm. Nicht schlecht, oder? Na, Engelchen, das ist ja schön, dass dir das Spaß macht, aber noch eine ganze Woche. Was meinst du damit, wir sind alle erwachsen? Und wir sind eben nicht alle erwachsen. Deine Tochter ist gerade im Anmarsch. Willst du ihr bitte erklären, warum du sie am Wochenende hängen gelassen hast? Himmel, so habe ich das doch nicht gemeint. Jetzt sei doch nicht so empfindlich. Papa, kannst du ihn bitte nehmen? Ist ein Notfall wirklich. Ich hole ihn in 2 Stunden wieder ab, ja? Hallo, Theresa. Mist, Nina. Es gibt keine schlechten Autofahrerinnen. Es gibt nur schlechte Beifahrer. Verstehe. Gut. Ines, ich kann's einfach nicht. Ich bin zu doof. Ich sollte besser zu Hause bleiben, da kann ich wenigstens nichts verkehrt machen. Ach, Quatsch. Jeder kann einparken lernen. Ich habe mich nur ein bisschen verschätzt, was die Stunden betrifft. Wir brauchen halt ein paar mehr. Und ist das so schlimm? Schau, Jonas. Schau, ein kleiner Elefant. Du siehst es? Und der Löwe. Hm? Das ist schön. Gefällt dir? Ja, Jessen hier. Gut, dass ich sie noch erwische, Herr Mollenhauer. Es tut mir leid, dass das vorhin schiefgelaufen ist. Ich wollte noch mal mit Ihnen über den Preis sprechen. Ja, mehr als 14 Euro pro Kilo kann ich nämlich nicht zahlen. Ich rufe Sie in 5 Minuten zurück, ja? Sehr schön. Eigentlich kann ich hier schon aussteigen. Ich laufe ganz gern noch ein Stück am Wasser. Okay. Danke, dass du dir so viel Mühe machst mit mir. Mach mal halblang. Tschö. Firma. Dann könnte ich dich groß rausbringen. Ich bräuchte nur ein Demo-Tape. Gerade zurück, rechts einschlagen und hier links einschlagen. Mhm. Und zack. Oh ja, aber ich lande dann immer am Bordstein. Meinst du nicht, ich bin ein bisschen zu alt für sowas? Hm. Naja, keine Boygroup, aber Spartenprogramm. Klassik. Du siehst doch noch ganz gut aus. Dann weiß ich, dass du dabei bist. Du fährst gerade, wenn du so schief wirst. Unverschämtheit! Sich in dieser Absteige nicht mal die Haare waschen, reicht es nicht, dass es durchs Fenster regnet. Ich werde mich beschweren. Dann wird diese Bruchbude geschlossen.
ging Ihnen das heiße Wasser aus, als Sie gerade unter der Dusche standen. Ich weiß, wie lästig das ist. Ich hole Ihnen ein Handtuch. Und Sie trinken ganz in Ruhe einen Cocktail. Und wenn Sie den ausgetrunken haben, ist wieder heißes Wasser da. Gibt es den umsonst? Selbstverständlich. Kümmern Sie sich ein bisschen um Sie, bitte. Ich weiß ja, dass dringend repariert werden muss. Außen Ruhe und innen. Früher, als wir noch ein Ferienheim waren, hat das keinen geschert. Glauben Sie mir, es haben sich alle bei mir sehr, sehr wohl gefühlt. Aber jetzt, ich krieg einfach das Geld nicht zusammen. Vielleicht soll ich einfach aufgeben und alles verkaufen. Oh. In meinen Fußboden, kannst du nicht wenigstens deine Schuhe ausziehen? Was ist denn mit dir los? Hätte echt Zeit, dass Mama wiederkommt. Na, findest du. Da ist sie offenbar anderer Ansicht. Du kommst überhaupt nicht klar ohne sie, stimmt's? Wollen sie nicht. Komm wunderbar klar. Von mir aus kann sie wegbleiben, solange sie will. Ach. Du brauchst gar nicht so zu grinsen. Schau dich doch um. Ist alles tipptopp hier. Ich möchte mal wissen, wann deine Mutter das letzte Mal den Tiefkühlschrank abgetaut hat. Wahrscheinlich denkt sie, hier bricht alles zusammen ohne sie. Von wegen. Also, für mich ist es richtig blöd. Mit Jonas. Ich verstehe das nicht. Sie war noch nie allein weg. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohlfühlt dabei. So toll ist das nämlich nicht, wenn man daran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist und plötzlich ist er nicht mehr da. Und gestern zum Beispiel bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich angefangen, laut mit ihr zu reden, bis mir eingefallen ist, dass sie ja nicht da ist. Weißt du, wie man sich da vorkommt? Wie der größte Idiot. Mama vermisst dich bestimmt auch. Also nochmal bitte ich sie, nicht zurückzukommen. Wenn sie gar nicht wiederkommen will? Was soll denn das heißen? Natürlich will sie zurückkommen. Und wenn nicht, dann muss ich sie eben holen. Du hast doch immer noch uns, Papa. Schauen Sie, was? Was für ein wunderschöner Raum. Warum wird der nicht mehr genutzt? Die Leute haben keine Lust mehr zu tanzen. Die gehen lieber früh ins Bett. Das ist aber schade. Theresa? Ja? Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich hab noch zu tun. Ich helfe Ihnen.
Nein, Frau Strehling, Sie rufen mich immer vorher an. Ob es wichtig ist oder nicht, das entscheide ich schon selbst. Nein, Sie fragen nicht erst den Schmidtbauer. Himmel, Herrgott, noch mal, haben Sie mir nicht zugehört? Was? Ich rede nicht mit Ihnen wie mit meiner Frau, Frau Strehling. Ich möchte Ihnen etwas geben. Ich habe ein Lied für Sie geschrieben. Vorgestellt, dass Sie singen. So was Schönes habe ich noch nie geschenkt gekriegt. Aber... Was? Das ist ja ein Liebeslied. Sebastian. Zu mir oder zu dir? Warte mal, das ist so lange her, dass ich... Ich muss erst mal zu mir kommen. Vielleicht später? Das weiß ich noch nicht. Sie kommen, Frau Jessen. Wir haben einen reizenden Gast und ich habe gar keinen Überblick, welche Zimmer schon abgelichtet sind. Wir haben einen Gast? Ja. Guten Abend, Frau Jessen. Wir haben sehnsüchtig auf Sie gewartet. Was für ein entzückendes Kleid. Was? Sie waren wirklich sehr geduldig, Herr... Neumann, Richard Neumann. Brauchen Sie einen Ausweis? Aber nein. Wir haben vollstes Vertrauen in Sie. Na ja. Das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Bringen Sie den liebenswürdigen Herrn auf sein Zimmer. Was soll das? Warum hast du nicht angerufen? Gott, ist was mit den Kindern? Wir müssen nicht verwechseln. Ich glaube nicht, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde mich bestimmt erinnern. Eine Frau wie Sie. Bist du sauer auf mich? Können Sie mir bitte mein Zimmer zeigen? Ich hatte einen ziemlich strapaziösen Tag und bin jetzt sehr müde. Richard, ich finde das nicht lustig. Hier. Vielen Dank. Gute Nacht.
kann nicht schlafen. Wollen wir nicht vernünftig miteinander reden? Oh, Ihr Outfit wird ja immer extravaganter. Das ist von Elisabeth. So, so. Von Elisabeth. Kannst du mir verraten, was du hier eigentlich treibst? So kenne ich dich gar nicht. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich würde mich freuen, wenn du mich mal... Möchtest du mir vielleicht etwas sagen? Wollen Sie nicht hereinkommen? Vielleicht bin ich ja ganz anders, als Sie denken, wenn Sie mich erst einmal näher kennenlernen. Das ist alles nicht so einfach. Entschuldigung, das habe ich auch nicht gedacht, dass alles so einfach ist. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Neuer ist gleich fertig, Annette. Hm? Ich dachte, ich gehe den Damen ein bisschen zur Hand. Das ist aber süß von Ihnen. Billiger wird's trotzdem nicht. Das ist wirklich schrecklich süß von Ihnen. Machen Sie das zu Hause auch? Oh, wenn Sie wüssten, ich bin der beste Tellerwäscher rechts der Elbe. Ah, Sie sind auch in der Gastronomie? Wenn Sie Arbeit hier auf der Insel suchen, wenden Sie sich an mich. Ich kenne mich aus. Das stimmt. Ich könnte hier auch viel coolere Jobs machen. In der Möwe bin ich nur wegen Tante Betty. Familie. Sie wissen ja. Oh ja, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Ach ja? Hallo? Ja, ich... Moment mal. So, jetzt kann ich, entschuldige. Ja. Ah, nein, später ist schlecht. Ich rufe dich nachher noch mal an, okay? Tschüss. Wo ist hier eine schöne Blumenwiese? Ja! Ah, gut. Ihr saust jetzt los und pflückt mir Blumen. Ja, aber mindestens so lang. Ja? Und nicht klauen. Ja? Nur von der Wiese pflücken. Da gibt's 20 Cent pro Stück. Herr Schmidbauer, haben Sie mich schon ruiniert? Nein, ich rufe Sie gleich zurück. Und wer die schönsten Blumen bringt, der bekommt 5 Euro extra. Also los. Türkis macht sie zu blass. Aber warten Sie mal, vielleicht das hier. Haben Sie das alles aufgehoben? Ich habe mich immer nur von meinen Männern getrennt, nie von meiner Garderobe. Nein, das ist zu brav. Sie brauchen etwas. Haben Sie keinen einzigen hinterhergeweint? Irgendwas Gewagteres. Mehr Dekolleté. Hinterhergeweint? Ein Mann? Niemals. Abwechslung ist für mich das Salz in der Suppe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das glaube ich. Aber Sie sollten sich ruhig mehr trauen. So. Ach, wann war das denn? In den 20ern? Ist doch schick, nicht wahr? Meine Mutter hatte damals die ganze Berliner Schickeria im Haus. Warten Sie mal. Ich glaube, ich habe da was in dem Stil. Haben Sie nie versucht, den Saal wieder so herzurichten? Sie wissen doch, die Banken sind nicht gut auf mich zu sprechen. Wo ist denn das Abendkleid? Vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Da ist es ja. Was haben Sie da eben gesagt? Sie wollen mir helfen? Ja, schon? Sie sind ja ein Engel. Eröffnung, Abendgarderobe, Champagner-Cocktails, Jazzmusik. Ich in diesem Kleid. Die Männer werden Ihnen zu Füßen liegen. Schön, schön, schön. Diesen hier würde ich nicht mehr wieder.
Sekunde geschlafen. Ich kann es kaum erwarten. Dass ich dein Lied singe? Für Sie, Frau Jessen. Schöne Blumen für eine schöne Frau, eigenhändig gepflückt. Eigenhändig? Wer hat die wirklich gepflückt? Darf ich Sie für heute Abend zum Essen einladen? Ich habe einen Tisch reserviert im besten Restaurant der Insel. Sie müssen nur noch Ja sagen. Was ist, wenn ich Nein sage? Dann werde ich Sie jeden Abend wieder fragen. Und ich werde nicht abreisen, bis Sie meine Einladung angenommen haben. Bitte. Merken Sie nicht, dass ich nicht mit Ihnen essen gehen will. Es wäre nett, wenn Sie uns einfach in Ruhe lassen könnten. Uns? Was heißt denn hier uns? Ich muss mit dir reden. Entschuldigen Sie uns bitte. Was für wunderschöne Blumen für mich. Oh, bitte. Sie sind ein Charmeur. Die sind doch nicht etwa selbst gepflückt. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig ein Fernglas im Haus? Theresa, es ist mir ernst. Das weißt du. Ich bin verheiratet und ich lebe seit 25 Jahren mit meinem Mann zusammen in Hamburg. Du bist verheiratet? Aber wo ist dein Mann? Bist du glücklich mit ihm? Das ist es ja gerade. Ich habe mich nie gefragt, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich war immer für ihn da. Das war einfach so. Seit ich hier gelandet bin, da merke ich, wie schön es ist, sein eigener Herr zu sein und Arbeit zu haben, für die man gelobt wird. Und wie wunderschön es ist, verliebt zu sein. Zurück. Und wenn Sie jetzt die Faxe auf dem PC empfangen wollen, dann müssen Sie hier unten einfach nur umstecken. Sehen Sie? Nach rechts. Na ja. Aber vielleicht kriege ich es auch hin, dass gleich alles über den Rechner läuft. Dann müssen Sie nicht jedes Mal unter den Tisch und hier rumfummeln. Mhm. Sieh an, der Herr Neumann richtet sich eine komplette Kommandozentrale ein. Frau Jessen, machen Sie mir die Freude und gehen Sie heute Abend mit mir essen. Das ist ja wirklich verblüffend, dass es für einen Mann wie Sie so einfach ist, von hier aus zu arbeiten. Ich hätte eher gedacht, dass Sie Tag und Nacht im Büro sitzen, weil ohne Sie der Betrieb zusammenbricht. Nie Urlaub, Arbeit geht immer vor, ne? So kann man sich irren. Ist ja offensichtlich kein Problem. Ach, und was Ihre reizende Einladung betrifft, heute Abend habe ich leider keine Zeit. Alles falsch. Sie ist es halt einfach nicht gewohnt, dass sich jemand um sie bemüht. Und jetzt gleich zwei auf einmal. Was du alles weißt? Weibliche Intuition. Thank you.
denn hier los? Diesen tüchtigen jungen Männern ist gerade ein Auftrag geplatzt. Und da habe ich zugeschlagen. Auch damit sie gleich sehen, wo ihr Geld bleibt. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass mein Laden wieder auf Touren kommt. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Meine Hüfte, die tut mir heute kein bisschen weh. Ja, aber ich muss das erst klären. Warum haben Sie mich denn nicht gefragt? Sie müssen die Investoren sein. Ja. Na, immer noch da? Ja, ist schön hier. Finden Sie die ganzen Baustellen? Hier kann man sicher noch gute Geschäfte machen. Es sieht vielleicht so aus. Ist aber alles fest vergeben, schon lange. Dann kriegen Sie keinen Fuß in die Tür. Das hängt doch sicher davon ab, wie geschickt man sich anstellt. Täuschen Sie sich mal nicht. Ich kenne die Verhältnisse auf der Insel. Als Fremder kommt man oft nicht dahinter, was wirklich Sache ist. Theresa Jessen zum Beispiel, die ist seit 25 Jahren verheiratet und sie ist ihrem Mann treu. Hätten Sie nicht gedacht, stimmt's? Ja. Sind Sie sicher? Ich sage ja, ich kann die Lage hier besser beurteilen als Sie, so ganz generell. Ah, verstehe. Ja, wenn ich noch eine Frage habe, werde ich mich sicher an Sie wenden. Jederzeit. Hätte ich dir gleich sagen können. Patty ist kein Mensch, der lange zögert. Die legt sofort los. Dabei habe ich überhaupt keine Ahnung, ob ich das mit dem Geld so hinkriege. Wovon hängt denn das ab? Ich muss da erst mal mit jemand reden. Mach das mal so schnell wie möglich. Das ist nicht so einfach. Na, du hast es leicht. Du bist immer so gerade raus und direkt. Ich wünschte, ich könnte es auch. Ach was, ich weiß genau, wie schwer das manchmal sein kann, den Mund aufzumachen. Vor allem, wenn man überhaupt nicht weiß, wie der andere reagiert. Ja. Und je länger man wartet, desto schlimmer wird's, oder? Das kann man wohl sagen. Also, auf in den Kampf. Wenn du wüsstest, wie gut du es hast. Tanzfläche installieren? Seit 10 Jahren ist das mein Lieblingssessel. Das ist in erster Linie mein Sessel. Nur weil ich dir vor einem halben Jahrhundert das Herz gebrochen habe, hast du doch lange nicht das Recht, dich wie eine beleidigte Diva aufzuführen. Die ganze DDR-Zeit über habe ich mich nach dir verzehrt. Und wenn die Mauer nicht gewesen wäre... Was hat das mit dem Sessel zu tun? Und im Übrigen möchte ich dich darauf hinweisen, dass du wieder seit 2 Monaten deine Miete nicht bezahlt hast. Ach, Betty... Wenn du so erregt bist, siehst du wunderschön aus. Was glaubst du, wie schön ich erst bin, wenn du dein Zimmer bezahlst? Du kannst unmöglich noch schöner werden. Lass es doch einfach mal drauf ankommen. Was passiert denn hier? Bald kann ich dir dein Lied in Originalkulisse vorsingen. Unter der Dusche hätte mir gereicht. Ich kann Ihre Gesangsdarbietung kaum erwarten. Hätten Sie vielleicht trotzdem Zeit, heute Abend mit mir essen zu gehen? Herr Neumann, ich dachte, das hätten wir geklärt. Hätten Sie was dagegen, wenn ich fahre, Herr Neumann? Das können Sie einem Kavalier nicht zumuten, Frau Jessen, selbstverständlich, Fax. Ich fürchte, ich kann nur mit Ihnen essen fahren, wenn Sie mich ans Steuer lassen. Theresa, mach jetzt kein Theater. Dankeschön. Entspannen Sie sich, Herr Neumann. Gucken Sie mal aus dem Fenster. Ich finde den Blinker auch ohne, dass Sie mir dauernd auf die Finger starren. Entschuldige.
fährst erstaunlich gut. Ich weiß. Sorry. Oh Gott. Was ist? Der Wagen ist völlig unversehrt. Zum Wohl. Was ist das? Theresa, komm bitte wieder mit nach Hause. Am besten gleich morgen. Du gehörst einfach nicht hierher. Ich weiß, dass ich manchmal die reinste Landplage sein kann. Und das tut mir auch leid, aber ohne dich. Ohne dich bin ich nur ein halber Mensch. Möchtest du nicht meine Frau bleiben? Ich möchte dich dringend um was bitten. Alles, was du willst, Liebling. Ich brauche das Erbe von meinen Eltern so schnell wie möglich. Was? Ja, aber das steckt fest in der Firma. Was willst du überhaupt damit? Das ist mein Geld. Ich kann damit machen, was ich will. Hat das irgendwas mit diesem Klimperheini zu tun? Bootsbauer. Und überhaupt, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Als du die Grunig-Baustoffe aufgekauft hast, konntest du noch viel mehr locker machen. Auf Anhieb. Und das Geschäft mit Schmidbauer vor 2 Jahren. Du willst nicht, das ist alles. Du hast dich echt verändert, weißt du das? Und nicht zu deinem Vorteil. Nicht zu deinem Vorteil, meinst du wohl. Haben Sie sich schon entschieden? Ja, ich glaube, ich bin gerade dabei. Die Rechnung bitte. Gern. Ich habe eine halbe Flasche Champagner nicht reingeschüttet. Du willst immer nur, dass es bequem für dich ist. Ich soll schön brav machen, was du willst. Dir geht's überhaupt nicht um mich. Meinst du das wirklich? Dass du mir egal bist? Weißt du eigentlich, was ich derzeit für Verluste mache? Deinetwegen? Schmidbauer macht doch allein nur Blödsinn. Ernst? Pass auf! Richard? Krankenwagen? Mach doch bitte auf. Bitte. Ah.
Mamichen, mach bitte den Wecker aus. Au! Alkohol das Richtige bei Hirnerschütterung ist? Nur ein winziger Schluck. Das geht ins Zimmer Nummer 2. Neumann. Du kannst natürlich dein Geld haben, wann immer du willst. Ich wollte es Frau Rosenbauer leihen, für die Renovierung. Ach so. Und na, ich Idiot hab gedacht, dass du vielleicht mit diesem Bootsbauer durchbrennen willst. Oh, Richard. Dreckskerl, schreibt ein Lied für dich. Wer kommt schon auf sowas? Singst du mir es vor? Na gut. Du hast meine Seele tief berührt, hast mich mit deinem Blick verführt, mich mit deinem Licht erfüllt. Du kamst wie ein frischer Wind vom Meer, ich fühlte gleich, es ist nicht schwer, einander zu verstehen. Augen wunderschön und so ein Lächeln um den Mund. Du bist genau das, was mir fehlt. Mit dir möchte ich leben. Was ist hier eigentlich los? Geh nach Hause, Sebastian. Das ist nicht dein Ernst. Das ist das Einzige, was hilft. Was findet sie bloß an dem? Es ist eine traurige Tatsache, dass die meisten Frauen auf genau solche Machos stehen. Und ich bin kein Macho? Du hättest mal sehen sollen, wie ich ihn umgehauen habe. Ein Mann, der auf die falsche Frau setzt, ist nun mal ein Schaf. Wart's ab. Die Sache ist noch längst nicht entschieden. Weißt du, woran ich gerade denke? Nein. Korfu. Die Nacht am Strand? Gott, der ganze Sand. Ist das alles, woran du dich erinnerst? Wieso, war da noch was? Ich glaube, es hatte irgendwas damit zu tun, dass wir im folgenden Jahr Nina bekommen haben. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass du gesagt hast, du willst aufpassen. Hast du dir manchmal gewünscht, es wäre anders gekommen?
weiß nicht. Ja, vielleicht. Manchmal. Meistens habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich war einfach zufrieden. Aber jetzt ist doch alles gut, oder? Eigentlich hast du mir als Herr Neumann sehr gefallen. Es hat mir gut getan, dass du dich mal um mich bemüht hast. Ich und diese Klimper-Heini. Bootsbauer. Richard, ich hatte so Angst, dass du tot bist. Das war schrecklich. Weil ohne dich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich will deine Frau bleiben. Ich liebe dich. Zu dir oder zu mir? Der Doktor hat gesagt, dass sich die Operation nicht mehr länger aufschieben lässt. Ausgerechnet jetzt. Wer soll sich denn hier um alles kümmern? Mit den Spritzen komme ich ja vielleicht bis zur Einweihung über die Runden, aber nach der OP, da bin ich erstmal weg vom Fenster. Sie müssen jetzt erstmal an Ihre Gesundheit denken. Ich habe mich gefragt, ob Sie nicht vielleicht den Laden übernehmen können. Ich kann mir einfach niemanden vorstellen, der mir lieber wäre. Denken Sie doch mal drüber nach. Ich fürchte, das geht nicht. Ich habe doch ein Zuhause. Schmidtbauer, ja, das sehe ich ja ein. Sie haben das bis jetzt ganz gut gemacht. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Sie das allein verhandeln. Nein, auf gar keinen Fall. Muss ich Sie enttäuschen. Ich bin heute Nachmittag im Büro. Na, wir sprechen so. Engelchen, pack deine Sachen. Wir fahren sofort nach Hause. Ich habe einen Riesenauftrag in Aussicht. Das ist sehr schön, aber da musst du alleine fahren. Ich kann jetzt hier nicht weg. Ich denke, wir haben uns wieder vertragen. Ja, natürlich, aber ich kann Elisabeth jetzt nicht im Stich lassen. Sie kann sich kaum bewegen. Das ist aber gut, ja. Also es gibt genug Hotelfachkräfte, die dringend Arbeit suchen. Frau Rosenbauer findet sofort irgendjemanden, den sie viel besser einsetzen kann als dich. Ich höre wohl nicht richtig. Du brauchst dich jetzt nicht länger zu verkriechen, Engelchen. Das haben wir doch geklärt, oder? Sag mal, vermisst du mich denn gar nicht, wenn ich nicht da bin? Also ich tue das. Doch, aber ich habe hier zufällig Arbeit und Verantwortung, genau wie du. Das ist ja wohl nicht das Gleiche. Es hat sich nichts geändert. Es geht wieder mal nur um dich. Du erwartest doch nicht, dass ich deine Serviermädchen-Eskapaden ernst nehme. Du glaubst immer noch, ich tauge nur zum Hemdenbügeln. Frau Rosenbauer hat mir sogar angeboten, die Möwe zu übernehmen. Also, wenn du das tust, lasse ich mich scheiden. Ja, dann mach doch! Ja, mach ich auch. Was ist denn passiert?
Richard, der Herr Neumann, das ist mein Mann. Oh, das tut mir leid. Wir lassen uns scheiden. Hast du mal ein Taschentuch? Nee. Theresa, ich... Das heißt jetzt aber nicht, dass... Nicht? Warum willst du dich dann von ihm trennen? Hast du dir gleich die nächste gesucht, als deine Ehe kaputt war? Nein, aber das war auch ganz was anderes. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal für mich sein. Alles klar. Wie siehst du denn aus? Setz dich. Na, Schichter. Ich wollte, dass ihr es zuerst von mir erfahrt, ja? Ich habe alles Menschenmögliche versucht, aber... Eure Mutter und ich, wir haben uns, wahrscheinlich seid ihr demnächst Scheidungskinder. Was soll das heißen? Papa hat's verbockt. Ich habe sie mit Blumen überhäuft. Ich habe von morgens bis abends den Hof gemacht. Ich habe jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Was machen doch nur frisch Verliebte? Ja. Und ich. Tja, also, Annette, wir haben mitgekriegt, dass Sie sich schon Gedanken machen für später sozusagen. Mach's doch nicht immer so umständlich. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich bin Leiter der PR-Abteilung bei einem großen Konzertveranstalter im Ruhrgebiet. Dem größten. Ich hätte für den Herbst noch eine Trainee-Stelle zu vergeben. Sie, genau die richtige. Finden Sie los? Bist du soweit? Geht das so? Heirate mich. Ich dachte, das haben wir geklärt. Du hast das geklärt. Deine Bloody Mary, Ines. Danke. Mein Gott, siehst du großartig aus. Also irgendwie ist das hier alles wie früher. Findest du nicht, Betty? Bilde dir nur nichts ein, Hubertus. Du bist zwar ein fabelhafter Tänzer, aber heiraten werde ich dich deswegen nach wie vor nicht. Na denn? Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das große Vergnügen, Ihnen Theresa Jessen und Sebastian Schneider anzukündigen. Theresa ist dafür verantwortlich, dass dieser wunderschöne Saal wieder zu neuem Leben erweckt worden ist. So schwer es mir fällt, ich habe eingesehen, dass meine Zeit hier vorbei ist. Aber ich habe eine würdige Nachfolgerin gefunden. Es ist mir eine große Freude, Ihnen zu verkünden, dass Theresa Jessen die Leitung der Möwe übernehmen wird. Bravo.
Und jetzt singt sie für uns. Ein Lied von Sebastian Schneider. Gute Unterhaltung. So eine Panik gekriegt vor den ganzen Leuten. Lass dir Zeit, Therese. Sebastian, tu mir einen Gefallen und spiel weiter. Kein Grund zur Sorge, meine Herrschaften. Der Auftritt verzögert sich nur ein bisschen. Dies wäre ein guter Moment, einen Cocktail zu bestellen. Ich weiß doch, wann dir die Nerven durch. Wir wären schon viel früher da gewesen. Wir standen 2 Stunden im Stau. Wir? Du hast meine Seele tief berührt, hast mich mit deinem Blick verführt, mich mit deinem Licht erfüllt. Du kamst wie ein frischer Wind vom Meer. Ich fühlte gleich, es ist nicht schwer, einander zu verstehen. Du bist so herrlich klar, so unbeschreiblich wahr, wie eine Perle tief vom Du hast mich angesehen, aus Augen wunderschön und so ein Lächeln um den Mund. Du bist genau das, was mir fehlt. Mit dir möchte ich leben. Die dunklen Tage sind gezählt. Du bringst mein Herz zum Beben. Ist das, was mir fehlt. Ich möchte dich auf Händen tragen. Ich denk Tag und Nacht an dich. Bitte bleibe bei mir. Wir starten doch. Du warst einsame Spitze. Wäre es dir vielleicht recht, wenn wir das mit der Scheidung lassen? Mal sehen. Ich werde mein Geschäft nach Usedom verlegen, damit du endlich kapierst, dass es mir um dich geht. Und um das, was dich glücklich macht. Mal abgesehen von mir. Bist und bleibst ein Verbrecher. Sie liebt mich noch und ich hatte schon meine Zweifel.
Sieht toll aus. Das solltest du öfter tragen. Blöder Macho. Kein Schaf? Tja, für deinen kleinen Hosenscheiß ist das doch super. Da kriegt er dich endlich mal zu sehen. Ich dachte eigentlich, du springst jetzt öfter mal ein. Vom intellektuellen Niveau seid ihr doch auf einer Wellenlänge, Jonas und du. Vergiss es. Ich mag ihren Mann. Er macht zwar viel falsch, aber er macht auch vieles genau richtig. Das findet man selten. Ich weiß. Deshalb verzeih ich ihm auch sein Lügenmärchen, dass er nur mir zuliebe herkommt. Ich kenne ihn, er hat bestimmt was angeleiert hier. Gib mir mal einen Kuss. Die Idee gebracht hat, von alleine wäre er dann nämlich nie drauf gekommen. Ich gebe zu, es war gar nicht so einfach, ihn dazu zu kriegen. Sie? Ja. Du. Und ich dachte immer, du glaubst nicht an die große Liebe. Das kommt drauf an. Entschuldigung. Alles in Ordnung? Ich habe gleich geahnt, dass die irgendwie gefährlich sind. Aber ich fand sie einfach unwiderstehlich. Oh, danke schön. Ich finde sie auch unwiderstehlich, vor allem in diesen gefährlichen Schuhen. Sie sind ja noch gefährlicher, als ich dachte. Also nochmal vielen Dank, ich muss da mal. Wohin denn? Weiter, ich muss weiter. Zimmer. Doppel oder Einzel? Und bleiben Sie übers Wochenende? Nur eine Nacht. Ein Einzelzimmer. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Unser schönstes Zimmer ist gerade frei geworden. Das gilt zwar als Doppelzimmer, aber ich kann es Ihnen ein bisschen billiger geben. Sagen Sie mir Ihren Namen? Theresa Jessen. Theresa? Das hat was. Ich bin Annette. Also, wenn Sie es nicht als Trampolin benutzen, hält es. Sicher. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Zimmer wirklich super. Allein schon wegen dem Meerblick. Ja.
Wunderschön. Ich war so lang nicht mehr am Meer. Ich kann Ihnen nur empfehlen, morgens als Erste im Bad zu sein. Weißt du, woran ich gerade denke? Nein. Korfu. Die Nacht am Strand? Gott, der ganze Sand. Ist das alles, woran du dich erinnerst? Wieso, war da noch was? Ich glaube, es hatte irgendwas damit zu tun, dass wir im folgenden Jahr Nina bekommen haben. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass du gesagt hast, du willst aufpassen. Hast du dir manchmal gewünscht, es wäre anders gekommen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Manchmal. Meistens habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich war einfach zufrieden. Aber jetzt ist doch alles gut, oder? Eigentlich hast du mir als Herr Neumann sehr gefallen. Es hat mir gut getan, dass du dich mal um mich bemüht hast. Ich und diese Klimper-Heini. Bootsbauer. Richard, ich hatte so Angst, dass du tot bist. Das war schrecklich. Weil ohne dich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich will deine Frau bleiben. Oder zu mir. Der Doktor hat gesagt, dass sich die Operation nicht mehr länger aufschieben lässt. Ausgerechnet jetzt. Wer soll sich denn hier um alles kümmern? Mit den Spritzen komme ich ja vielleicht bis zur Einweihung über die Runden, aber nach der OP, da ich erstmal weg vom Fenster. Sie müssen jetzt erstmal an Ihre Gesundheit denken. Ich habe mich gefragt, ob Sie nicht vielleicht den Laden übernehmen können. Ich kann mir einfach niemanden vorstellen, der mir lieber wäre. Denken Sie doch mal drüber nach. Ich fürchte, das geht nicht. Sagen Sie mir Ihren Namen. Theresa Jessen. Theresa, das hat was. Ich bin Annette. Puh. Also, wenn Sie es nicht als Trampolin benutzen, hält es. Sicher. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Zimmer wirklich super. Allein schon wegen dem Meerblick. Ja. Wunderschön. Ich war so lang nicht mehr am Meer. Ich kann Ihnen nur empfehlen, morgens als Erste im Bad zu sein. Das ist die Mailbox von Richard Jessen. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Immer deine blöde Mailbox, Richard. Du, ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Ich bin einfach nach dem Zahnarzt im Bus gestiegen nach Usedom. Hätten wir schon längst mal machen sollen. Ist wunderschön hier. Ja, ich bin morgen wieder da. Ach so, ja, hoffentlich warst du erfolgreich in Stuttgart. Also ich melde mich später nochmal, ja. Kuss, kuss, kuss. Ja!
du, man gießt erst in die Kühe ein und dann entweder den Champagner oder den Prosecco, je nachdem, was der Kunde möchte. Ah, Sie müssen Frau Jessen sein. Herzlich willkommen. Das hier geht aufs Haus. Vielen Dank. Ich bin Elisabeth Rosenbauer. Mir gehört hier dieser Palast. Wollen Sie wirklich nur eine Nacht bleiben? Müssen Sie zurück zu Ihrem Mann? Oh, pardon, Sie sind ja gar nicht verheiratet. Geschieden? Dann bleiben Sie doch noch ein paar Tage. Vielleicht treffen Sie jemanden, der Sie auf andere Gedanken bringt. Eine Frau, die nicht verheiratet ist, ist nicht automatisch geschieden, Betty. Stell dir vor, es gibt Menschen, die nicht gleich bei jedem Anflug von Herzklopfen zum Standesamt rennen. Betty war 7-mal verheiratet. Oh Gott, wie anstrengend. Hätte sie mich mal genommen. Ich habe immer nur geheiratet, wenn es die große Liebe war. Was glaubst du, warum ich hier seit 10 Jahren vor Anker liege? Weil du über deine Jugendsünden nie hinweggekommen bist. Weil ich 1945 schon gewusst habe, dass du mein Hafen bist, Elisabeth. Wenn die Mauer nicht gewesen wäre... Wärst du mir den ganzen Kalten Krieg über auf die Nerven gegangen. So waren es nur die letzten 10 Jahre. Was hat das mit dem Sessel zu tun? Und im Übrigen möchte ich dich darauf hinweisen, dass du wieder seit 2 Monaten deine Miete nicht bezahlt hast. Ach, Betty, wenn du so erregt bist, siehst du wunderschön aus. Was glaubst du, wie schön ich erst bin, wenn du dein Zimmer bezahlst? Du kannst unmöglich noch schöner werden. Lass es doch einfach mal drauf ankommen. Was passiert denn hier? Bald kann ich dir dein Lied in Originalkulisse vorsingen. Unter der Dusche hätte mir gereicht. Ich kann Ihre Gesangsdarbietung kaum erwarten. Hätten Sie vielleicht trotzdem Zeit, heute Abend mit mir essen zu gehen? Herr Neumann, ich dachte, das hätten wir geklärt. Wenn ich fahre, Herr Neumann. Das können Sie einem Kavalier nicht zumuten, Frau Jessen, selbstverständlich, Fax. Ich fürchte, ich kann nur mit Ihnen essen fahren, wenn Sie mich ans Steuer lassen. Theresa, mach jetzt kein Theater. Dankeschön. Entspannen Sie sich, Herr Neumann. Gucken Sie mal aus dem Fenster. Ich finde den Blinker auch ohne, dass Sie mir dauernd auf die Finger starren. Entschuldige. Du fährst erstaunlich gut. Ich weiß. Soll ich? Der Wagen ist völlig unversehrt. Das kann man doch absprechen. Ja, wir hatten ja eine Absprache. Wir wollten zusammen feiern, dann bist du nicht gekommen. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Weißt du eigentlich, was ich momentan für Ärger habe? Dafür kann ich doch nichts. Ja, für wen mache ich mir denn diesen ganzen Stress? Doch nicht für mich. Mir wäre es lieber, wir würden mal zusammen Urlaub machen. Urlaub? Für was brauchst du denn einen Urlaub? Hallo? Was habe ich denn gesagt? Ist egal.
Was würden Sie davon halten, wenn ich in ein paar Tage zur Hand gehe und Sie mich dafür weiter beherbergen? Hallo, Theresa. Was machst du denn da? Wo ist denn deine Mutter? Keine Ahnung, die hat meine Wäsche vergessen. Wieso kannst du eigentlich deine Wäsche nicht selber waschen? Meine Frau ist sicher gleich da. Kann ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Tobias, Herr und Frau Brandisi. Herr Tobi. Piacere. Ja, Tobias. Hallo. Es tut mir leid, meine Frau ist sicher aufgehalten worden. Ah. Da ist sie. Sie entschuldigen mich für einen Augenblick, ja? Ja, wollen Sie sich setzen? Was mit Ihrer Frau? Ich verstehe das nicht. Entschuldigen Sie. Mama hat sich einen Job gesucht. Was denn für ein Job? Mama kann doch gar nichts. An der Ostsee. Das ist mir sehr unangenehm. Was mache ich denn jetzt? Pizza 4. Du, für die Trikots, die brauche ich bis morgen Abend, ne? Mhm. Sogar kein O-Saft? Ja. Sag mal, kannst du mich vielleicht zum Zahnarzt fahren? Boah, bist du da raus in die Pampa? Nee. Und wenn du mir dein Auto leihst? Mama, der ist nagelneu. Das ist Handwäsche. Mhm. Das ist eine Überraschung. Och nee. Mama, das tut mir leid. Ich habe Tobi extra angerufen und gefragt und er hat gesagt, er kauft dir ein Buch. Oh, typisch. Macht doch nichts. Ihr wisst eben beide, was meine Lieblingsblumen sind. Ist doch schön. Ich glaube, er will zu dir. Was heißt du denn, Mensch? Ich finde meinen alten Tennisschläger nicht. Kann ich den von Papa nehmen? Auf gar keinen Fall. Hübsch. Von Papa? Mhm. Mama, kannst du Jonas dieses Wochenende wieder nehmen? Natürlich. Hm? Oh, meine Haare. Ich muss zum Zahnarzt. Brauchst du dein Auto heute Vormittag? Ich hab schon. Ich hab das auch so. Das ist Trini. Mhm. Zum Italiener. Stuttgart?
Wann kommt er denn wieder? Morgen. Zurück. Und wenn Sie jetzt die Faxe auf dem PC empfangen wollen, dann müssen Sie hier unten einfach nur umstecken. Sehen Sie? Nach rechts. Na ja. Aber vielleicht kriege ich es auch hin, dass gleich alles über den Rechner läuft. Dann müssen Sie nicht jedes Mal unter den Tisch und hier rumfummeln. Mhm. Sieh an, der Herr Neumann richtet sich eine komplette Kommandozentrale ein. Frau Jessen, machen Sie mir die Freude und gehen Sie heute Abend mit mir essen. Das ist ja wirklich verblüffend, dass es für einen Mann wie Sie so einfach ist, von hier aus zu arbeiten. Ich hätte eher gedacht, dass Sie Tag und Nacht im Büro sitzen, weil ohne Sie der Betrieb zusammenbricht. Nie Urlaub, Arbeit geht immer vor, ne? So kann man sich irren. Ist ja offensichtlich kein Problem. Ach, und was Ihre reizende Einladung betrifft, heute Abend habe ich leider keine Zeit. Alles falsch. Sie ist es halt einfach nicht gewohnt, dass sich jemand um sie bemüht. Und jetzt gleich zwei auf einmal. Was du alles weißt? Weibliche Intuition. Ich muss zum Zahnarzt. Brauchst du dein Auto heute Vormittag? Schon. Ich habe schon organisiert, das so. Frau Strilli. Mhm. Zum Italiener. Stuttgart? Wann kommt er denn wieder? Mann. Oh. Wieso Glückwunsch? 45.
Entschuldigung. Alles in Ordnung? Ich habe gleich geahnt, dass die irgendwie gefährlich sind. Aber ich fand sie einfach unwiderstehlich. Oh, danke schön. Ich finde sie auch unwiderstehlich, vor allem in diesen gefährlichen Schuhen. Sie sind ja noch gefährlicher, als ich dachte. Also, nochmal vielen Dank. Ich muss da mal... Wohin denn? Weiter, ich muss weiter. Ja. Richard, der Herr Neumann, das ist mein Mann. Oh, das tut mir leid. Wir lassen uns scheiden. Hast du mal ein Taschentuch? Nee. Theresa, hab ich... Das heißt jetzt aber nicht, dass... Nicht? Warum willst du dich dann von ihm trennen? Hast du dir gleich die nächste gesucht, als deine Ehe kaputt war? Nein, aber das war auch ganz was anderes. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal für mich sein. Alles klar. Wie siehst du denn aus? Setz dich. Na, Schüchtern? Ich wollte, dass ihr es zuerst von mir erfahrt, ja? Ich habe alles Menschenmögliche versucht, aber... Eure Mutter und ich, wir haben uns, wahrscheinlich seid ihr demnächst Scheidungskinder. Was soll das heißen? Papa hat's verbockt. Ich habe sie mit Blumen überhäuft, ich habe von morgens bis abends den Hof gemacht, ich habe jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Was machen doch nur frisch Verliebte? Ja. Und ich. Türkis macht sie zu blass. Aber warten Sie mal, vielleicht das hier. Haben Sie das alles aufgehoben? Ich habe mich immer nur von meinen Männern getrennt, nie von meiner Garderobe. Nein, das ist zu brav. Sie brauchen etwas. Haben Sie keinem einzigen hinterhergeweint? Irgendwas Gewagteres. Mehr Dekolleté. Hinterhergeweint? Ein Mann? Niemals. Abwechslung ist für mich das Salz in der Suppe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das glaube ich. Aber Sie sollten sich ruhig mehr trauen. So. Ach, wann war das denn? In den 20ern? Ist doch schick, nicht wahr? Meine Mutter hatte damals die ganze Berliner Schickeria im Haus. Warten Sie mal. Ich glaube, ich habe da was in dem Stil. Haben Sie nie versucht, den Saal wieder so herzurichten? Sie wissen doch, die Banken sind nicht gut auf mich zu sprechen. Wo ist denn das Abendkleid? Vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Da ist es ja. Was haben Sie da eben gesagt? Sie wollen mir helfen?
Ja? Schon? Sie sind ja ein Engel. Eröffnung. Abendgarderobe. Champagner-Cocktails. Jazzmusik. Ich in diesem Kleid. Die Männer werden Ihnen zu Füßen liegen. Genau das, was mir fehlt. Mit dir möchte ich leben. Richard. Was ist hier eigentlich los? Geh nach Hause, Sebastian. Das ist nicht dein Ernst. Das ist das Einzige, was hilft. Was findet sie bloß an dem? Es ist eine traurige Tatsache, dass die meisten Frauen auf genau solche Machos stehen. Und ich? Bin kein Macho? Du hättest mal sehen sollen, wie ich ihn umgehauen habe. Ein Mann, der auf die falsche Frau setzt, ist nun mal ein Schaf. Wart's ab. Die Sache ist noch längst nicht entschieden. Weißt du, woran ich gerade denke? Nein. Korfu. Die Nacht am Strand? Gott, der ganze Sand. Ist das alles, woran du dich erinnerst? Wieso war da noch was? Ich glaube, es hatte irgendwas damit zu tun, dass wir im folgenden Jahr Nina bekommen haben. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass du gesagt hast, du willst aufpassen. Hast du dir manchmal gewünscht, es wäre anders gekommen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Manchmal. Am besten gleich morgen. Du gehörst einfach nicht hierher. Ich weiß, dass ich manchmal die reinste Landplage sein kann. Und das tut mir auch leid, aber ohne dich bin ich nur ein halber Mensch. Möchtest du nicht meine Frau bleiben? Ich möchte dich dringend um was bitten. Alles, was du willst, Liebling. Ich brauche das Erbe von meinen Eltern so schnell wie möglich.
Was? Ja, aber das steckt fest in der Firma. Was willst du überhaupt damit? Das ist mein Geld. Ich kann damit machen, was ich will. Hat das irgendwas mit diesem Klimperheini zu tun? Bootsbauer. Und überhaupt, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Als du die Grunig-Baustoffe aufgekauft hast, konntest du noch viel mehr locker machen. Auf Anhieb. Und das Geschäft mit Schmidbauer vor 2 Jahren. Du willst nicht, das ist alles. Du hast dich echt verändert, weißt du das? Und nicht zu deinem Vorteil. Nicht zu deinem Vorteil, meinst du wohl. Haben Sie sich schon entschieden? Ja, ich glaube, ich bin gerade dabei. Die Rechnung bitte. Gern. Ich habe eine halbe Flasche Champagner nicht reingeschüttet. Du willst immer nur, dass es bequem für dich ist. Ich soll schön brav machen, was du willst. Dir geht's überhaupt nicht um mich. Meinst du das wirklich? Dass du mir egal bist? Weißt du eigentlich, was ich derzeit für Verluste mache? Deinetwegen? Schmidbauer macht doch allein nur Blödsinn. Ärmster. Pass auf! Richard? Schauen Sie, was? Was für ein wunderschöner Raum. Warum wird der nicht mehr genutzt? Die Leute haben keine Lust mehr zu tanzen. Die gehen lieber früh ins Bett. Das ist aber schade. Theresa? Ja? Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich habe noch zu tun. Ich helfe Ihnen. Nein, Frau Strehling, Sie rufen mich immer vorher an. Ob es wichtig ist oder nicht, das entscheide ich schon selbst. Nein, Sie fragen nicht erst den Schmidbauer. Himmel, Herrgott, noch mal, haben Sie mir nicht zugehört? Was? Ich rede nicht mit Ihnen wie mit meiner Frau, Frau Strehling. Ich möchte Ihnen etwas geben. Ich habe ein Lied für Sie geschrieben.
Theresa, es ist mir ernst. Das weißt du. Ich bin verheiratet und ich lebe seit 25 Jahren mit meinem Mann zusammen in Hamburg. Du bist verheiratet? Aber wo ist dein Mann? Bist du glücklich mit ihm? Das ist es ja gerade. Ich habe mich nie gefragt, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich war immer für ihn da. Das war einfach so. Aber seit ich hier gelandet bin, da merke ich, wie schön es ist, sein eigener Herr zu sein und Arbeit zu haben, für die man gelobt wird. Und wie wunderschön es ist, verliebt zu sein. Zurück. Und wenn Sie jetzt die Faxe auf dem PC empfangen wollen, dann müssen Sie hier unten einfach nur umstecken. Sehen Sie? Nach rechts. Na ja. Aber vielleicht kriege ich es auch hin, dass gleich alles über den Rechner läuft. Dann müssen Sie nicht jedes Mal unter den Tisch und hier rumfummeln. Mhm. Sieh an, der Herr Neumann richtet sich eine komplette Kommandozentrale ein. Frau Jessen, machen Sie mir die Freude und gehen Sie heute Abend mit mir essen. Das ist ja wirklich verblüffend, dass es für einen Mann wie Sie so einfach ist, von hier aus zu arbeiten. Ich hätte eher gedacht, dass Sie Tag und Nacht im Büro sitzen, weil ohne Sie der Betrieb zusammenbricht. Nie Urlaub, Arbeit geht immer vor, ne? So kann man sich irren. Ist ja offensichtlich kein Problem. Ach, und was Ihre reizende Einladung betrifft, heute Abend habe ich leider keine Zeit. Nicht. Sie wisst eben beide, was meine Lieblingsblumen sind. Das ist doch schön. Ich glaube, er will zu dir. Was heißt du denn, Mensch? Ich finde meinen alten Tennisschläger nicht. Kann ich den von Papa nehmen? Auf gar keinen Fall. Hübsch. Von Papa? Mhm. Mama, kannst du Jonas dieses Wochenende wieder nehmen? Natürlich. Oh. Meine Haare. Ich muss zum Zahnarzt. Brauchst du dein Auto heute Vormittag? Schon. Ich habe schon organisiert, das ist so frustrierend. Zum Italiener. Stuttgart? Wann kommt er denn wieder? Mann. Oh. Wieso Glückwunsch? 45.
Entschuldigung. Alles in Ordnung? Meine Frau ist sicher gleich da. Kann ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Tobias, Herr und Frau Brandisi. Herr Tobi. Piacere. Ja, Tobias. Hallo. Also, es tut mir leid, meine Frau ist sicher aufgehalten worden. Ah. Da ist sie. Sie entschuldigen mich für einen Augenblick, ja? Ja, wollen Sie sich setzen? Was mit Ihrer Frau? Ich verstehe das nicht. Entschuldigen Sie. Mama hat sich einen Job gesucht. Was denn für ein Job? Mama kann doch gar nichts. An der Ostsee. Das ist mir sehr unangenehm. Was mache ich denn jetzt? Pizza Quattro Stagioni. Sie sind ja noch hier. Ja, ich helfe Frau Rosenbauer ein paar Tage aus. Das ist gut. Jemand wie Sie ist genau das, was hier fehlt. Was meinen Sie damit? Sie haben den Überblick, kapieren gleich, wo man anpacken muss. Ich? Sie aber auch. Jemand sollte Ihnen die Insel zeigen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich bin der Beste, den Sie dafür kriegen können. Das glaube ich. Ich ziehe mich schnell um und sage meinen Jungs Bescheid. Auch meinetwegen müssen Sie sich nicht umziehen. Bei uns war das ganz selbstverständlich. Mit 5 Flötenunterricht, 2 Gesangsunterricht. Ich wollte Opernsängerin werden, ich hatte sogar schon einen Studienplatz. Ja und? War nur so ein Traum von mir. Schade. Ja, vielleicht. Haben Sie immer die richtige Entscheidung getroffen, Ihr Leben? Ja, wenn das keiner vermisst. Frau Jessen, wir haben einen reizenden Gast und ich habe gar keinen Überblick, welche Zimmer schon abgedichtet sind. Wir haben einen Gast? Ja. Guten Abend, Frau Jessen. Wir haben sehnsüchtig auf Sie gewartet. Was für ein entzückendes Kleid. Sie waren wirklich sehr geduldig, Herr... Neumann, Richard Neumann. Brauchen Sie einen Ausweis? Aber nein, wir haben vollstes Vertrauen in Sie. Na ja. Das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Bringen Sie den liebenswürdigen Herrn auf sein Zimmer. Was soll das? Warum hast du nicht angerufen? Gott, ist was mit den Kindern? Wir müssen mich verwechseln. Ich glaube nicht, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde mich bestimmt erinnern. Eine Frau wie Sie. Bist du sauer auf mich? Können Sie mir bitte mein Zimmer zeigen? Ich hatte einen ziemlich strapaziösen Tag und bin jetzt sehr müde. Richard, ich finde das nicht lustig. Hier. Vielen Dank. Gute Nacht. Thank you.
kann nicht schlafen. Wollen wir nicht vernünftig miteinander reden? Oh, Ihr Outfit wird ja immer extravaganter. Das ist von Elisabeth. So. Von Elisabeth. Vielen Dank. Gute Nacht. Ich kann nicht schlafen. Wollen wir nicht vernünftig miteinander reden? Oh, Ihr Outfit wird ja immer extravaganter. Das ist von Elisabeth. So. Von Elisabeth. Kannst du mir verraten, was du hier eigentlich treibst? So kenne ich dich gar nicht. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich würde mich freuen, wenn du mich mal... Möchtest du mir vielleicht etwas sagen? Wollen Sie nicht hereinkommen? Vielleicht bin ich ja ganz anders, als Sie denken, wenn Sie mich erst einmal näher kennenlernen. Das ist alles nicht so einfach. Entschuldigung, das habe ich auch nicht gedacht, dass alles so einfach ist. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Meier ist gleich fertig, Annette. Hm? Ich dachte, ich gehe den Damen ein bisschen zur Hand. Das ist aber süß von Ihnen. Billiger wird's trotzdem nicht. Das ist wirklich schrecklich süß von Ihnen. Machen Sie das zu Hause auch? Oh, wenn Sie wüssten, ich bin der beste Tellerwäscher rechts der Elbe. Ah, Sie sind auch in der Gastronomie? Wenn Sie Arbeit hier auf der Insel suchen, wenden Sie sich an mich. Ich kenne mich aus. Das stimmt. Ich könnte hier auch viel coolere Jobs machen. In der Möwe bin ich nur wegen Tante Betty. Familie. Sie wissen ja. Oh ja, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Ach ja? Hallo? Ja, ich... Moment mal. Theresa Jessen und Sebastian Schneider anzukündigen. Theresa ist dafür verantwortlich, dass dieser wunderschöne Saal wieder zu neuem Leben erweckt worden ist. So schwer es mir fällt, ich habe eingesehen, dass meine Zeit hier vorbei ist. Aber ich habe eine würdige Nachfolgerin gefunden. Es ist mir eine große Freude, Ihnen zu verkünden, dass Theresa Jessen die Leitung der Möwe übernehmen wird. Bravo. Und jetzt singt sie für uns. Ein Lied von Sebastian Schneider. Gute Unterhaltung. Besser.
glaube schon. Noch einen Moment. Ich habe plötzlich so eine Panik gekriegt vor den ganzen Leuten. Lass dir Zeit, Therese. Sebastian, tu mir einen Gefallen und spiel weiter. Kein Grund zur Sorge, meine Herrschaften. Der Auftritt verzögert sich nur ein bisschen. Dies wäre ein guter Moment, einen Cocktail zu bestellen. Ich weiß doch, wann dir die Nerven durch. Besser. Was machst du hier?